Um den Rauminhalt einer Kugel zu bestimmen, starten wir mit dieser Kreislinie, Kreislinie, deren Zentrum der Ursprung des Bezugssystems ist und deren Radius R heißt. Wir sehen denselben Kreis hier im 3D-Fenster. Im 2D-Fenster hat dieser Kreis als kartesische Gleichung x² plus y² gleich r im Quadrat. Wir lösen diese Gleichung nach y auf und finden somit y gleich plus minus die Quadratwurzel aus r² minus x². Für unsere Zwecke hier benötigen wir nur den oberen Halbkreis, das heißt den Teil des Kreises, für den alle Ordinaten positiv sind. Was also bedeutet, wir brauchen nur y gleich plus Quadratwurzel aus r² minus x² und dieser obere Halbkreis ist der Graph einer Funktion. Da ist sie, diese Funktion. F von x gleich plus diese Quadratwurzel. Halten wir diese Funktion hier fest und der Graph dieser Funktion ist effektiv dieser obere Halbkreis. Halbkreis, den wir auch hier im 3D-Fenster sehen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden diesen Halbkreis um die X-Achse drehen. Schaut gut. So erhalten wir also eine Kugel mit Zentrum Ursprung des Bezugssystems und Radius R. Im Tutorial D6014 haben wir gezeigt, dass man den Rauminhalt von solch einem Rotationskörper berechnet durch Pi mal das Integral von A bis B von f von x im Quadrat dx. Und genau diese Formel werden wir hier einsetzen. Um den Rauminhalt dieser Kugel zu bestimmen, rechnen wir also das Integral von minus r bis r von f² von x dx multipliziert mit pi. Aber wegen der Symmetrie reicht es eigentlich, das Integral von 0 bis r zu berechnen und dieses dann mit 2 zu multiplizieren. Integral von 0 bis r liefert die Halbkugel mal 2, somit haben wir dann den Rauminhalt der gesamten Kugel. Diese Quadratwurzel verschwindet mit dem Quadrat, somit haben wir also dieses Integral, das zu berechnen bleibt. Vorsicht, Stammfunktion von r Quadrat, das ist nicht r hoch 3 Drittel. R Quadrat ist eine konstante Zahl. Und die Stammfunktion einer konstanten Zahl, das ist diese konstante Zahl mal x. Also Stammfunktion von r Quadrat, das ist r² mal x. Die Stammfunktion von x², das ist x hoch 3 Drittel. Wir müssen also noch die Variation von dieser Stammfunktion von 0 bis r berechnen. Das heißt, in dieser Stammfunktion ersetzen wir zuerst x da und da durch r, so erhalten wir eine Zahl. Dann ersetzen wir in dieser Stammfunktion das x da und da durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl und diese zweite Zahl ist von der ersten abzuziehen. Also, das ist die Rechnung, die wir noch machen müssen. Schauen wir zuerst diese zweite Klammer, denn 0 mal r², das ergibt 0, die Zahl ist also weg. 0 hoch 3 Drittel, das macht auch 0, also ist die gesamte Klammer weg. Es bleibt zu berechnen r hoch 3 minus r hoch 3 Drittel. Aber 3r hoch 3 Drittel minus 1r hoch 3 Drittel, das macht 2r hoch 3 Drittel. Und 2r hoch 3 Drittel mal 2pi, das ergibt 4pi r hoch 3 Drittel. Der Rauminhalt einer Kugel mit Radius r wird also berechnet durch 4 mal Pi mal r hoch 3 Drittel.